Ja, moin Leute, willkommen zurück zu meiner New and Tasty Let's Play Reihe. Wir sind am sechsten Teil angekommen. Das Krabanische Tempel ist dran und das Krabanische Nest folgt gleich hinten dran. Da mache ich kein extra Video, weil das in 2-3 Minuten durchgeleiert ist. Hier gibt es 3 Geheimgänge und 15 Mudokons zu befreien. Und eine Anmerkung noch, denn der ein oder andere von euch vermisst eventuell das dritte Video. Wir sind jetzt bei 6 angekommen und manche haben das dritte Video nicht sehen können. Ich bin jetzt hier gerade mal, das will ich euch noch mal kurz zeigen, auf meinem Zweitkanal. Das sieht bei euch wahrscheinlich genauso aus. Wenn ihr auf meinem Hauptkanal drauf geht, kommt die 1, die 2, danach kommt ein Stream und danach kommt sofort die 4. Ich habe den dritten Teil vor 3 oder vor 2 Tagen schon lange hochgeladen. Das war ein Video, was geplant von alleine aktiviert wird. Und ich nehme an, das lag daran, dass ich gerade kurz bevor das veröffentlicht wurde, habe ich einen Stream beendet. Und wenn man einen Stream auf YouTube beendet, wird daraus automatisch ein Video erstellt, was hochgeladen wird. Und ich nehme an, das wird sich gegenseitig blockiert haben. Also für alle, die den dritten Teil noch sehen möchten, und das hoffe ich natürlich, dass das ein paar Sinn, geht mal auf meine Playlisten auf meinem Kanal. Und da findet ihr eine Apes New and Tasty Playlist. Und da sind alle Teile chronologisch drin. Und hier seht ihr dann, stell mal scharf, du Luder, da seht ihr den dritten Teil. Also der ist nicht weg, der war von Anfang an da. Nur die Leute, die ein bisschen geforscht haben, haben den wahrscheinlich gefunden. Ein paar Aufrufe hat es aber weniger als der vierte Teil. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Wir starten direkt, springen hier runter und lassen uns sofort hier runterrollen, denn da haben wir schon den allerersten Geheimgang. So schnell kann es gehen. Einmal chanten, ins Portal springen und schon geht's los. Hier unten angekommen, klettern wir einmal hier runter, schleicht durch den Rauch. Die Slicks bekommen uns ja wie immer nicht mit, wenn man schleicht. Deaktivieren die Mine, wollte ich sagen. Jetzt können wir uns die Slicks schnappen. Hat nämlich folgenden Grund, warum wir die deaktivieren, denn wir kommen jetzt gleich eine Menge von diesen Slugs durch. Die müssen wir alle wegrotzen. Bis die, ich sag mal, Hundehütten nennt man die sogar, glaube ich, bis die leer sind. Das Licht der Hundehütten ist aus, das heißt, die Hundehütten sind leer, können uns selbst zerstören. Aktivieren schon mal das Portal zur Flucht. Laufen ein Stück weiter, übrigens 120 Mudokons müssen es hier an der Stelle schon sein, ansonsten hat man irgendwas vergessen, das ist Fakt. So, jetzt holen wir uns den zweiten Slick. Machen den platt. Retten die ersten Mudokons, die ersten 4 sind's. Und freuen uns über den ersten erfolgreich bestandenen Geheimgang. Gehen wir hoch. Und hier müssen wir jetzt aufpassen. Hier lohnt es sich wirklich am besten, hinter jedem Stein einen Save Point zu machen. Weil hier lauter Minen sind, hier haben wir immer nur ein bisschen Schutz vor den Slicks, die im Hintergrund auf uns schießen. Hier kommt immer mal ein paar Mistschweine, ey. Wir warten jetzt einmal, bis der obere nach links und der andere nach rechts läuft, dann sehen sie uns ja eigentlich nicht. Dann schafft man das auch. Hier im Zwischenspeicher empfiehlt sich ohne Scheiß. Und da haben wir den ersten Abschnitt schon geschafft. In dem Tempel ist es eigentlich nichts anderes als in dem Paramonischen Tempel. Wir haben hier 8 Gänge. Müssen wieder das Glockenlied finden und einmal den Feuerkelch aktivieren und im Endeffekt funktioniert das hier nicht anders. Wir gehen direkt hier in den ersten Gang.
Und das ist auch zeitgleich einer der einfachsten, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Wir gehen hier einmal runter und springen von hier aus direkt einmal hier rüber. Fällt uns schon der Stein entgegen. Lassen uns hier runterfallen. Einmal hier runter. Passen natürlich auf den Scrap auf, dass der uns nicht bekommt. So, jetzt rollen wir den ganzen Weg bis hierher. Werfen hier direkt einen Stein in die Minen. Und holen uns schon das Glockenspiel, beziehungsweise das Lied fürs Glockenspiel. Dann rollen wir hier wieder zurück, springen hier hoch, aktivieren mit dem Hebel den Feuerkelch, springen hier zurück, spielen das Lied vom Tod, aktivieren die Glocken. Haben damit den ersten Gang schon gemeistert. Gang Nummer 2 folgt zugleich. Wir warten jetzt erstmal, bis der Scrap sich ganz nach rechts bewegt hat. Wir müssen dann ganz schnell den Hebel ziehen und schnell wieder hoch. Hochklettern, über den Scrap drüber, hier reinspringen, zack. Und schon sind wir hier oben und springieren die Röhre. Kommen dann da unten an. Und können uns schon den ersten... Ach nee, hier gibt es ja gar keinen. Okay, hier springen wir rein. Aktivieren das Glockenlied schon mal, damit wir das schon mal haben. Das könnte man theoretisch auch später holen, aber wir sind einmal hier. Hier einfach mal einen Zwischenspeicher raushauen, das kann nicht verkehrt sein. Hier rennen wir jetzt einfach mal los. Klettern hier hoch, zack. Einfach schneller als der Kollege sein. Ach nee, ich bin mir gar nicht sicher. Achso, ich glaube, ich muss in die Röhre springen, ich Trottel. Genau so war's. So, dann ziehen wir hier an dem Hebel. Ziehen hier nochmal an dem Hebel. Springen hier in die Röhre. Aktivieren. Unser Feuerkelch. So, das wäre jetzt der Moment gewesen, wo wir nochmal das Glockenlied aktiviert hätten können. So, und aus dem Rennen raus können wir hier direkt, da muss man nicht extra halten, in diese Röhre springen. Glockenlied aktiviert und schon ist der zweite Gang erledigt. Der dritte Geheimgang hat es jetzt erstmal wieder ein bisschen in sich. Da haben wir wieder sehr vieles, was heißt sehr viele, viele sind es nicht, aber ein paar Slicks im Hintergrund, die uns abknallen wollen. Da muss man echt wieder von Deckung zu Deckung. Also auch hier lohnt es sich wieder, den ein oder anderen Savepoint manuell einfach mal zu aktivieren. Und hier direkt runter. Und hier müssen wir uns schon ducken. Und hier muss man echt immer warten, bis die Slicks sich von einem abgewandt haben. Ganz schnell. Ups, das hat er gecheckt. Ach, jetzt verkacke ich es ein kleines bisschen. Komm, dreh dich rum. Ja, mal sehen, ob das reicht. So, das war Nummer 1. Warten wieder, bis die Slicks sich nach links bewegen. Dann sehen sie uns nämlich nicht. Ein megamäßiger Zeitaufwand für diese Viecher, das ist absolut krass. So, haben wir es bis hierher geschafft. Wie gesagt, immer dann, wenn die Slicks ganz nach links laufen. So, zurückrollen, reinspringen schnell. Ab hier können wir endlich chanten und können uns den Slick klar machen. So, mit dem Slick hauen wir den hier weg. Ganz klar. Zack. So, wenn wir runterspringen und den Hebel aktivieren, kommen aus der Hundehütte. Ach, die kommen jetzt schon, verdammt. Alles klar. Das Glockenlied noch schnell aktivieren, ganz, ganz wichtig. Ich dachte, die Hunde kommen erst raus, wenn ich den Hebel aktiviere, aber so ist es nicht. Rein in die Röhre, Glockenlied spielen.
Das war es auch schon mit dem dritten Geheimgang. Was sage ich Geheimgang? Mit dem dritten Gang im Tempel. Nicht Geheimgang. Springen wir mal hier in die Röhre. Da kommt er da oben raus. Dann gehen wir jetzt zum vierten Gang. Der ist ein bisschen umfangreicher. So, jetzt habe ich es einmal versaut. Also nochmal nach links laufen und direkt das Glockenspiel holen. Aufpassen, dass die Fledermäuse eigentlich holen. Ich war schon am Ende, habe mich aber irgendwie ganz dumm von dem Scrap jetzt holen lassen. Einmal ganz nach rechts, hier ranspringen, hier hin, springen über den Abgrund, springen hier direkt hoch, der Scrap springt runter, hier aktivieren den Hebel, springen in die Röhre, laufen von hier aus ganz nach rechts bis auf die Plattform, ziehen den Hebel, wo das Feuer aktiviert wird, aber erst dann, wenn der Scrap ganz rechts ist. Hier können wir uns schon mal einrollen, springen hier ganz flink drüber, und ab hier hat man eigentlich alle Zeit der Welt. Und hier habe ich es verkackt, war dumm. Aktiviere nochmal den Hebel, weil ich nicht ganz sicher bin. Warten, bis der Scrap ganz rechts ist. Springen auf den Fahrstuhl. Aktivieren den. Fahren ganz hoch. Wir haben hier schon das Glockenspiel vor uns. Und damit war es das schon mit dem vierten Gang. Der fünfte Gang ist wieder ein bisschen einfacher. Von hier aus einfach nur runterspringen. Zack, nochmal fallen lassen. Hier lassen wir uns auch nochmal fallen. Und springen direkt hier hoch, sodass der Scrap runterkommt. Aktivieren schon mal das Feuer. Und jetzt müssen wir den Scrap erstmal wieder hier rüber locken. Na komm, angerannt. Da kommt er schon. Spring hier hoch. Warten, bis er relativ weit rechts ist. Und laufen ganz geschwind hier hoch. Und jetzt kloppen sich die beiden Scraps wahrscheinlich ins schönste Reibchen. Das Glockenlied abholen, wie immer. Jetzt ist der Scrap natürlich hier schon unterwegs. Jetzt warten wir natürlich, bis der Kollege weg ist. Rennen hier hoch auf den Vorsprung. Glockenlied aktivieren. Und damit haben wir auch den fünften Gang schon erledigt. Der ist relativ simpel. Auf zum sechsten Gang. Das wird ein klein wenig umfangreicher. Als erstes laufen wir so ein Stück nach rechts. Locken damit den Scrap an, der da drüben ist. Na komm, da kommt er schon. Aufpassen, dass wir nicht zu früh reinspringen, weil der uns sonst aus dem Stand noch wegkloppt. Und das ist nicht so cool. Kann man ja eigentlich so durchlaufen. Ja, hätte ich geradeaus laufen können, ich trottel. Fahren mit dem Fahrstuhl einmal nach unten. Und müssen gleich da hoch. Links, damit uns der Scrap nicht platt macht. Und sagen auf Wiedersehen zum Scrap. Springe kurz rüber und aktivieren den Hebel. Zack. Und dann können wir hier in diese Röhre springen. Und einmal aufwärts. Achso, wir müssen hier nochmal reinspringen. Mensch, völlig vercheckt. Hier haben wir das Glockenspiel. Hier haben wir das Feuer. Springen wieder zurück in diese Röhre. Jetzt müssen wir kurz warten, bis der Scrap sich ein bisschen entfernt hat, damit wir den Fahrstuhl betätigen können. Gönnen mit G, genau. Applaus, können. Fahren hier runter und haben den sechsten Gang an sich auch schon fertig. Und das Geschrei klingt so, als würde er direkt neben mir stehen.
Im vorletzten Gang haben wir den nächsten Geheimgang. Und da gehen wir doch direkt mal rein. Das dürfte jetzt die 7. Tür sein, wenn ich mich nicht so langsam verzähle. Als erstes gehen wir erstmal ganz geschmeidig hier runter. Und hier auf der rechten Seite ist der Scrap. Den müssen wir direkt hier weglocken. Spring hier hoch. Die kämpfen wieder ums schönste Weibchen, wie immer. Kerle halt, ja. Spring hier hoch, aktivieren. Einmal den Hebel. Na. Mensch, jetzt mach dich doch runter. Spring wieder. Jetzt hab ich's doch verkackt. So, jetzt aber. Einmal zu viel gezogen, den Hebel. Das war der Grund. Einmal den Hebel ziehen fürs Feuer. Einmal das Glockenlied aktivieren. So, jetzt müssen wir sicher gehen, dass der Kollege hier gerade weit genug von uns abgewandt ist. Spring da einmal rein. Achso, wir können ja direkt bis hier ranspringen. Na komm, lauf mal ein Stück. Alles klar, jetzt gehen wir hier lang. Wir müssen halt immer auf die Scraps achten. Und der nächste Geheimgang ist direkt links neben dem oberen Scrap. Wir müssen jetzt erstmal warten, bis der Scrap wieder ganz nach links läuft. Einmal hoch, einmal rüberspringen. Ach nee, ich muss erst aufstehen, ansonsten rafft er das nicht. Machen wir das jetzt. So, dann haben wir den noch rübergelockt. Jetzt warten wir, bis der untere Scrap wieder an uns vorbei ist. Und dann können wir relativ entspannt zumindest hier hoch. Warten, bis der obere ein bisschen weiter weg ist, rollen uns ein und da ist schon der Geheimgang. So. Wir lotsen jetzt erstmal die gesamten Mudokons hierher, weil es kann durchaus sein, genau deswegen. Dass wenn man jetzt gleich von ganz links aus, kann man nämlich das Portal erst öffnen, dass die das dann nicht checken. Wenn du das Portal dann öffnest, dann rennen die nicht alle in das Portal, wenn der eine hier zu weit steht. Also, alle nach links lotsen, so weit wie es geht, dann sollen die da warten. Jetzt klettern wir hier runter, rollen uns einmal ein, einmal nach unten, einmal hier hoch. Aktivieren das Portal schon, das ist ganz wichtig, wenn wir nachher zurückgehen, dass wir das nicht vergessen. Einmal hoch, auf die Mine achten, chanten. Jetzt frage ich mich gerade, was der Kollege für ein Problem hat. Na tolle Wurst, er hört nicht auf zu chanten. Okay, muss ich jetzt nochmal einen Checkpoint starten? Jetzt chanten wir nochmal. Jetzt haben sie es begriffen. Applaus. Ich bin stolz auf euch. So, damit sind die alle gerettet. Wir warten, bis der Scrap ganz rechts ist. Rennen los, springen rein. Nächster Geheimgang erledigt. Und jetzt brauchen wir nur noch Gang 8 allgemein zu verlassen. Hier muss man auch drauf achten, wenn wir gleich genau das Glockenspiel spielen. Dass wir nicht zu früh runter aus dem Ausgang gehen. Denn das dauert eine Weile, bis die Tür komplett offen ist. Und dann kommen wir da nämlich nicht rein. So. Na komm, geh auf. Zack. Reinrennen. Vorletzter Gang erfolgreich beendet. Na dann, Gang 9. Und dann haben wir es auch fast geschafft. Als allererstes rennen wir mal schön nach rechts. Springen wir hoch. Aktiviert schon mal schön Feuer. Hier kloppen sich die Kollegen wieder auf die Schätze drauf. Immer. Springe wieder hoch. Fahren mit dem Fahrstuhl nach unten. Gehen ein kleines Stück nach rechts, um den Scrap anzulocken, der hier mit dem Fahrstuhl hochkommt. Locken den bis zum Fahrstuhl. Und jetzt ziehen wir den Hebel. Und müssen warten, bis der Scrap da runtergegangen ist. Denn den Fahrstuhl braucht gleich wieder. Und jetzt gehen wir aber erstmal das Glockenlied holen. Und zwar ist das hier. Und rechts direkt daneben war noch der Fahrstuhl, wo der Scrap hochgekommen ist. Und da ist der letzte Geheimgang.
für den Tempel. Da ist er auch schon. Als allererstes quatschen wir alle Modokons an, das ist ganz wichtig. Die sollen uns folgen. Wir klettern einmal hier runter, damit das Klapp uns nachts verfolgt. Kannst du doch einfach lassen. Klettern hier hoch. Gleich wieder springen hoch. Einfach schneller als der Scrap sein. Wir ziehen den Hebel für diese Falltür und müssen sicher gehen, dass natürlich auch alle Modokons reingegangen sind. Wenn das nicht geklappt hat, ist blöd. Machen mal einen Zwischen-Save-Point, das ist nämlich gar nicht so verkehrt. Weil die Sprungphasen kann man auch gerne mal versauen. So, und jetzt geht's hier wieder zurück. Wir springen wieder hier hoch. Warten noch kurz, bis die anderen Vögel wieder da sind, damit wir alle Portale mit einmal kriegen. Das geht ja gerade nicht. Schön. Na komm, lauf mal ein Stück rüber, damit wir hier das Portal schon mal aktivieren. Danke. Ach. Na komm, spring. Ach, er will nicht. Ah ja, das geht auch flüssiger, wenn man möchte. So. Einmal hier wieder zurückspringen. Springen, springen, Portal, fertig. 135 müssen am Ende hier stehen. Dann haben wir alle Modokons befreit aus dem Tempel. Passt. 164 sind es nur insgesamt. Und damit haben wir den Tempel schon fast erledigt. Jetzt müssen wir nur noch aus dem letzten Gang raus. Fahren hier einmal hoch. Und wieder zurück. Jetzt fahren wir hier runter. Wir müssen ein bisschen mittig gehen, bis ein zweiter Scrap dazu kommt. Die kloppen sich dann mal wieder, weil sie das total toll finden. Angst. Oder doch nicht. Aktivieren wie immer das Glockenspiel, ist klar. Und damit ist der letzte Gang auch erledigt. Und die letzte Tür öffnet sich. So, also in der letzten Tür angekommen ist es wieder eine Speedrun-Szene. Also hier kann man auch die ein oder andere Geduld verlieren. Die ist ein bisschen schwieriger als im Paramonischen Nest, wenn ich mich jetzt nicht völlig täusche. Auf geht's. Bis nach rechts einmal durchheizen und schauen, dass wir immer so spät wie möglich springen, damit wir nicht an der Kante hängen. Spring hoch. Zack. Einmal hoch. Kurzer Zwischenspeicher. Dann fahren wir hier den Fahrstuhl hoch. Spring einmal an die Kante. Und spring hier hoch. So, Zwischenspeicher musste ich jetzt leider einmal nutzen, weil ich zu langsam war. So, jetzt springen wir einmal hoch. Hier hin. Hier hin. Gleich einrollen. Und weiter. So, jetzt locken wir den. Achso, jetzt war er schon ganz rechts. Okay, wir müssen jetzt nochmal warten, bis der Scrap ganz rechts ist. Dann springen wir da hoch und aktivieren den Hebel. Einmal so. Das hat ja super funktioniert. Na komm. Lauf, mein Freund. Wiedersehen. Na, willst du mich verarschen? Wiedersehen. Na, jetzt hat es funktioniert. Okay, einmal runter. Natürlich aufpassen, dass uns die Felsen nicht erwischen. Und dann können wir hier reingehen. Und damit haben wir auch das Nest erfolgreich beendet. Relativ simpel. Manchmal, wenn man einmal stirbt, kommt man manchmal so aus dem Flow, sage ich mal. Und dann braucht man halt manchmal ein paar Versuche mehr. Aber davon sollte man sich nicht irritieren lassen. So, jetzt bekommen wir die letzte. Then Bigface revealed the intent of my quest. The two scars together on the back of each hand
Ich könnte wetten, dass es in der letzten Sequenz aus dem anderen Tempel auch die linke Hand war. Weiß nicht, ob ich das jetzt falsch sehe, aber ich könnte wetten, dass das ein kleiner Fehler im Spiel ist. Egal. So, jetzt haben wir die absolute megamäßige Hulk-Fähigkeit und können alles, was nicht nied- und nagelfest ist, gleich total zerlegen. So. Allseits bekannt, wo wir hier sind. Rennen kurz noch hier durch und damit haben wir das Video schon fast beendet. Es ist leider ein bisschen länger geworden, aber jetzt das letzte Kapitel wegen 5 Minuten nicht zu machen. Also oder ein extra Video für 3-4 Minuten finde ich Käse, also das Nest. Dann gehen wir hier rein. Hier machen wir nochmal die Kamera weg. With hand scars complete, the spirits took form. Ape-Hulk. Now my chant had power. Rupture Farm should be warned. Grüß dich, Mana. Herrlich. So, jetzt brauchen wir nur noch ein paar Meter laufen. Einmal chanten. Und eine absolut megamäßige Fähigkeit genießen. Das sieht so hammergeil aus. Das nochmal raus. Anhand der Zahlen. Warum? Achso, ich muss länger gedrückt halten. Okay, das ist natürlich wichtig. So. Jetzt laufen wir noch ganz nach rechts. Aktivieren hier das Portal. Da springe ich jetzt noch rein und danach haben wir dieses gesamte Kapitel abgeschlossen und danach geht's langsam auf dem Weg nach Rupture Farms zurück. Und damit bedanke ich mich fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei dem Video. Ich freue mich wie immer über viele Daumen. Neue Abos würden mich auch sehr, sehr glücklich machen und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Video auch wieder ein. Ich wünsche euch was, haut rein.